Herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung, auch wenn wir schon ein bisschen müde aussehen. Nein, das fällt mir so. Was an diesem unheimlichen Marathon liegt. Wir bauen das Haus der Geisterjäger, wie es schon, naja, auf der Seite gut aussieht. Auf der anderen Seite ist noch ein kleines Loch in der Wand. So ein kleines. Und das kümmern wir uns dann wahrscheinlich jetzt die nächsten zwei, drei Folgen. Ja, Tüte 12 ist angesagt. Auf geht's. Also sieht man schon mal, wie hoch es wird, ne? Da kann man noch fertig in den Karton stellen. Nein, das ist langweilig. Recycling! Und natürlich wieder kleine Dinge, ja. Ja. Viel kleinen Zeug. Dauert wieder eine halbe Stunde. Ja, man soll den Tag nie vor der Nase blumen. Kleine Teile können ganz schön aufhalten. Hier ist wieder eine Figur drin. Ja, ja, du kannst sie mal zusammenbauen eben. Ja, ich kratze sie mal zusammen. Figuren kannst du gut. Jetzt mal die Teile verlieben. Er hat jetzt auch hier Walkie-Talkie hat er. Dann hat er sowas in der Hand. Ja, so ein... Sowas brauchst du. Aber dann musst du erstmal zusammenbauen. Was er in der Hand hat. Das ist Egan. Egan. Genau. Der Schlaue von denen. Das ist was anderes. Weiß auch nicht was, aber das ist es. Weil er ist, glaube ich, noch am meisten Wissenschaftler von allen. So, das ist diese Zange. Eine Zange habe ich hier auch. Ich suche das Gegenstück. Jetzt sollten wir erstmal das Teil bauen, da taucht er bestimmt gleich auf. Ah, da haben wir es. Ja, genau, da ist es. Und dann so ein schwarzes Greifchen. Ja. Das kommt dann hier unten nochmal drin. Genau. Weiß ja nicht, was das sein soll, aber bitteschön. Das ist sein. Dieser Detektor. Ah, okay. Ohne Aufkleber. Ja, macht ja nichts. Doch. Das macht eine Menge. PKE-Gerät, glaube ich, wie hieß das? PKE-Meter, jetzt nach einer Zeit fällt es wieder ein. Ja, mein Gott, wir haben ja lange genug Zeit zum Nachdenken. Schön, allerdings. Stunden später. Ja. Ach ja, so hieß das. Ach, den hast du schon, okay. Ich fand das so, ne? Ja. Ja, doch, geht ja nicht anders. Von der Länge her muss das so. Das muss der gut. So, und dann schon umdrehen. Oh, das ist wirklich klein. Das wird ja jetzt die Ecke wahrscheinlich. Die wir schon vermisst haben. Die kleine Ecke. Zwei Vierer. Vierer flach. Hab ich. Und wie sah das ein? Genau. Fassadenbildung. Da brauche ich nie mehr hingucken, was es ist, sondern weiß man schon. Aber nicht intuitiv. Mehr, nicht mehr so viele, ne? Richtig. Ist nur drei Stück. Eine kürzere Seite. Okay. Oha. Oh je. Jo, dann mache ich das mal, wa? Jo. Bist ja schön drum rumgekommen. Du darfst das nächste Regal machen. Genau, als Strafe. Ich mache schon mal hier die weißen. Das kommt ja genau dazwischen. Das muss man einmal bauen, ja. So, das kommt wieder so rein, zack. Dann kann ich schon mal hier fließen. Ich komme dann gleich dazu. Ja, ja.
Das ist, sieht aus wie so ein Labor. So ein Laborfliesen. So grün. Ja, es ist ja alles unter dem Dach jetzt. Ja, vielleicht ist das auch was anderes. Schauen wir mal. Ja, da. Gida. Kann ja auch so eine Dusche sein, oder? PKE-Dusche. Ja. Ach, da kommt noch direkt ein Dreier drauf. Und zwei weiße Klammern. Ja, du weißt auch genau, wo ich war. Wie meinst du das? Ach so, wegen dem. Naja. Ein merkwürdiges Grün, ne? Ja, so ein Laborgrün, sag ich ja. Stimmt, so Arztkittel. Ja, richtig. Zack. Oho. Und weiter geht's. Oh, guck mal, wieder so ein Fenster. Nicht, dass wir da wieder denken, dass es fehlt. Ja, vielleicht solltest du es direkt an die Seite legen. Da sind aber mehrere diesmal. Sind diesmal mehrere. Und eins fehlt. Nein. Kann nicht sein. Aber diesmal haben wir auch braun und schwarze Rahmen. Also da warte ich die mal, bevor ich die da reinsetze. Ja, ja, klar. Diesmal muss ich warten. Das wird sich dann ergeben. Ja, diesmal ja. So, nächste Reihe bitte. Noch die Gitter. Oh ja, die hatte ich jetzt. Bitte sehen. Ja, der Abschluss muss ja, wenn, dann bis zum Ende sein. Ach ja? Quatsch. Gibt's das sonst auch nicht. Wenn es regnet, wird es halt nass. So, einfach ist er. Aber die Wohnung ist dann feucht. Das ist ja dann egal, das trocknet ja auch wieder. Ja, gut. Man kriegt sogar mehr zurück, als jemand hatte. So kleine Mitbewohner und so. So. Haben wir das gewohnte Spiel. Nächste, ja. Ja, sag ich, ja, das gewohnte Spiel. Es hört einfach nicht auf. Ja, Mauerbau gehört hier dazu. Mhm. Häuslebau. Schaffe, schaffe. Das sieht das schön aus. Okay, haben wir alles? Ja. Sieht gut aus. Gut, 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 gut. Ach, wer könnte es denn anders? Intuitiv die Einer genommen. Ja, immer versetzt halt, ne? Ja, irgendwann Routine. Routine. Und direkt die nächste oben drauf. Wie kann es anders sein? Haben wir auch lange nicht gehabt. Das stimmt. Ja, einmal haben wir es mindestens noch. Für die andere Seite. Ja, ich hab schon. Brauchen wir eh bestimmt nochmal. Ja, da hinten. Ja, siehst du. Aber erstmal wieder einer. Ach so, da brauchen wir ja zwei und dann. Ja. Richtig. Hätte ich eigentlich wissen müssen. Eigentlich ja. Eigentlich hättest du schon blind nehmen müssen. Das ist genau. So oft gemacht jetzt. Wie gesagt, kommt er noch einmal, mindestens zweimal, denke ich mal.
Ist das so ein Einer? Nee. Doch, das ist der Einer. Jetzt wird man ja flachen. Aber ich glaube, den Einer machen wir nicht nochmal. Nee, den Einer nicht. Weil da haben wir keine Steinchen mehr. Ne, dann kommt da wieder ein Sechser. Genau. Juhu, wir schaffen's. Klar. Speedbuilding. Ja, mal aufziehen ist immer schnell. Das ja. Innenleben dauert lange. Stimmt, das wiederholt sich nicht so häufig, ne? Ist ja meistens so. Grundriss ist immer schnell drin. Ei, Wahnsinn. Oh, jetzt kommen deine Fenster. Hast du schon welche drin oder noch gar nicht? Nee, noch gar nicht. Wie gesagt, weil ich nicht wusste. Nehmen wir das Glas. Ich habe nur die weißen hier. Vielleicht sollen die auch so weiß sein diesmal. Schwer zu sagen. Man muss ja. Guck, das ist hell und das ist ein bisschen dunkler. Okay, komm, da weiß auch rein. Ich bin ja flexibel. Das sieht so aus. Andere Fenster haben wir auch, ehrlich gesagt nicht. Das ist das nächste, ja. Aber sieht so, auf dem Bild sieht es auch echt so aus. Also. Okay. Ist schon so richtig. Dann vertraue ich dir. Zack. Selbst das können wir mittlerweile im Schlaf. Schön. Rollläder runter. Da ist was für dich. Ja. Da ist was für mich. Du musst aber wieder kleinen Scheiß machen. Ja. Gerne. Gerne, gerne. Was immer das sein wird. Ich habe auch keine Ahnung. Also bisher. Ein Raum. Ein Raum. Ja, stimmt. Bisher ist das nur ein Raum. Ein Träumchen von Räumchen. Ja, das ist ja auch das Schöne bei der Geräumung. Weiß nicht, was man kriegt. Nee, machst die Packung auf und guckst erstmal, was drin ist. Auf dem Paket können sie alles erzählen. Das stimmt. Ja, ein Surprise-Set wäre auch mal schön. Ja, aber nur ein schwarzer Karton. Schwarzer Karton und du weißt nicht, was du baust. Nee. Ja, wo kommt das hin? So. Und was ist es? Mal gucken. Ach, das weißt du immer noch nicht. Immer noch nicht. Können Feuerlöscher rein oder sowas. Ja, wette ich. Können Feuerlöscher rein. Guck mal einer an. So schnell lösen sich Rätsel auf. Ja, in so einem Feuerwehrhaus ist es ja ein. Da sollte man Feuerlöscher. Sollte man Feuerlöscher da haben, ja. Achso, den mache ich gar nicht. Den mache ich. Nicht wieder einen vergessen, ne? Mhm. Feuerwehrhaus. Oh, du darfst Poster machen. Oh, ganz viele. Dann mache ich die Tür. 14, 15 und 20. So, der kommt da. Cool. 15. Scheint irgendwie so dachbodenmäßig alles zugeriegelt, ne? Ja, richtig. Fahndungsfotos her. Von wem? Oder Fanposter. Ja, guck drauf. Sieh mal. Oh, schon wieder. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ist das das Fotolabor? Ja, stimmt. Jetzt, was du sagst. Deswegen die Fenster dunkel. Jetzt, was du sagst. Das wird Sinn machen. Ja, das macht Sinn. Ja, dann die entzünden sich auch selber die Fotos. Ja, eben. Dann haben sie da Vigo hängen und so. Stimmt. Richtig. Deswegen sind auch die Fenster dunkel. Macht dann auch richtig Sinn, ja. Genau, und die haben sie dann zugemacht. Ja, sonst
Kannst du die ja nicht entwickeln. Schlecht, ne? Ja, ich auch jetzt nicht, ne? Es gibt so Sachen, die muss man erstmal bauen, um sich dran zu erinnern. Da waren sie auch nur kurz drin, ne? Muss man auch sagen. Ja, eine Szene. Genau. Das sind keine Flachen. Da müssen erst die hier drauf. Die musst du zweimal machen. Die Reihe. Das ist. Achso, sind keine Flachen, ja. Deswegen. Sag ich doch. Und dann kommen dann noch. Zwei Vierer kommen da hin. Ja. Dann kommt ein Sechser. Und hier nochmal ein Vierer, ja. Und dann passt es. Jetzt kannst du die Flache machen. Jetzt aber. Jetzt ja. Kannst du machen. Bitching machst du. Brauchst du das Bild noch? Nee, ne? Das sind ja nur. Der Vierer in der Mitte wahrscheinlich. Genau. Nur der Vierer in der Mitte, genau. So, ja, weiter komme ich trotzdem nicht. Wieso nicht? Achso. Ja, ich dachte, na, ist ja okay. Das ist ja nur Kleinkram jetzt. Ja. Yeah. Ah, von wegen Kleinkram. Ein Vierer. Jo. Da ist er. Ja, es geht auch zügig von der Hand wieder. Zeig da mal die Farbe wieder. Stimmt. Jetzt hier, jetzt gibt es wieder eine Ebene. Genau, wie gehabt und wie gelernt. Genau. Deswegen ist der Raum auch so klein. Ja. Weil der Fotolabor braucht ja nicht so viel Platz. Wo ist denn dieser komische? Da. Und so. Ach, der wird wieder eingekeilt. Der wird wieder eingekastet, ja. Hast du das Ding auch da drunter? Ja, habe ich. Genau. Schön. Ich baue schon mal das hier. Noch eine Weile, ja gut, okay. Ja, ist nein, besser. Mach doch ruhig. Mach doch. Ist doch besser. Mach doch. Ist doch in Ordnung. Ja, manchmal muss man sich eben aufteilen. Ja, ist doch in Ordnung. Mach doch einfach. Mach deinen Kram da und heißt. Mach dein Ding. Ja, genau. Mach dein Ding, Ding. Das ist jetzt hier die Schale zum Entwickeln. Entwickeln, genau. Aber wenn die Fotos nicht an der Wand hängen, wäre ich nicht drauf gekommen, glaube ich. Ja, richtig. Nicht so ohne weiteres. Nicht ohne weiteres. Cool. Jetzt kommt noch Deko wahrscheinlich. Ja, vermutlich auch. Ach, deswegen auch die Lupe. Ja, das macht jetzt ja. Alles, denke ich, das eigentlich. Ja. Kann man schon mal dran pinnen. Wie immer sehr detailverliebt. Und da kommt jetzt auch noch was dran, eine Kamera. So zwei. Ja, die zwei habe ich schon, ja. Achso. Mhm. Kannst du nehmen. Sehr nett. Dann wahrscheinlich Entwicklungsflüssigkeit. Die Kamera kommt dann hier so ran. Da kommt dann so ein weißes drauf. Ja, diese Tange habe ich. Die kommt ja einfach so nur drauf. Ja, irgendwie schon. Die ist nicht befestigt. Das
Feuer war auch nicht, kann das sein? Das Feuer ist hier drin, ja. Das liegt einfach nur. Das liegt da drin, weil die Fotos fangen ja an zu brennen, deswegen soll das. Oh nein! Das Feuer kippt um. Das Feuer verbreitet sich im ganzen Haus, nein! So. Miniset-Fotolabor. Ja, richtig. Schön. Richtig süß. Das ist eine gute Idee gewesen. Ja. Das war das Tütchen, ne? Das war das Tütchen. Cool. Das ist schon Tüte 13. Schon. Schon. Aber die wird ja nochmal heftig. 13 wird nochmal heftig. In diesem Sinne, bis dann. Bis dann. 13. Ciao.